wir sind auch keine Pros, ne? Wir lernen auch gerade erst viel in der ganzen Thematik. Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wir sitzen schon seit 7 Stunden, nicht ganz, 6,5 Stunden im Auto und sind mitten in Belgien. Wir sind jetzt kurz vor Brüssel oder fahren eigentlich direkt an Brüssel vorbei, weil wir unsere Viskoseproduktion besuchen. Und wir sind tatsächlich hier nur so für einen kurzen Trip. Wir haben morgen früh dann einen Termin und dann fahren wir wieder zurück. Also sind wir morgen eigentlich den halben Tag im Auto und waren heute den halben Tag im Auto. Aber wir haben Hörbuch gehört. Ja. Ja. Das ist doch schon mal schön. Wir sind irgendwo im Nirgendwo hier. Also die Produktion ist irgendwo. Ja. Und Sven und Nicole sind schon dort und haben uns gesagt, am besten geht ihr unterwegs irgendwo was essen, weil da hat alles zu. Deswegen habe ich jetzt mal gerade so in Panik gedacht, wie gucke ich denn jetzt? Weiß ich nicht, zoome ich auf der Karte an die Autobahn ran und mache Restaurants in der Nähe suchen und dann ist immer nach Brüssel gesprungen und hat immer nur die Sachen in Brüssel gezeigt. Wir haben jetzt was gefunden. Ich hoffe, das kann was, dass irgendwie ein Italiener in der Nähe von unserer Route, da fahren wir jetzt hin und da brauchen wir jetzt noch so 13 Minuten, dann sind wir dort auch sogar schon. Und insgesamt brauchen wir nur noch 45 Minuten, bis wir dann in diesem kleinen Kuhkopf angekommen sind, in dem auch dann das Hotel ist. Halleluja. Genau. Dann reicht's für heute auch mit Autofahren. Morgen das Ganze wieder zurück. Scheiße. Das ist so krass, weil diese Strecke, das ist die Strecke, die wir fahren, wenn wir nach England fahren tatsächlich. Also das heißt, wir sind so an den Raststätten vorbeigefahren und wir sind auch so an unserer Signature-Raststätte vorbeigefahren, an der ich mit meiner Familie immer Rast gemacht habe. Und das ist einfach so weird, weil wir fahren nicht in den Urlaub und wir fahren auch gerade nicht nach England. Aber trotzdem, weißt du, wenn man so in den Urlaub fährt und sich so vorbereitet und ganz früh morgens losfährt und irgendwie und wir so, ja, da fahren wir jetzt halt hin, da haben wir einen Termin. Wir haben nämlich auch geguckt, ob man mit dem Zug oder so fahren kann. Da hätten wir viel, viel länger gebraucht und hätten, glaube ich, 10-mal umsteigen müssen. Also jetzt ohne zu übertreiben. Völlige Madness. Ja. Genau. Also angeblich ist hier jetzt gleich das Restaurant. Ich bin mir nicht so ganz sicher, aber das Navi sagt, wir sind richtig. Naja, vielleicht ist es halt so ein ganz kleines Dörfchen. Das ist halt so die Dorfpizzeria. Das vorhin war noch viel größer, das Dörfchen, aber da war gar nichts. Alles ist ausgestorben in Belgien. Ja, gell? Es gibt nichts. Alle Supermärkte, alles dicht. Ich finde es auch gut, dass wir durch zwei Orte fahren und direkt aufs ganze Land schließen. Also ja. Aber guck mal, wie süß es hier aussieht. Sieht ein bisschen aus wie in England oder so. Noch weiter geradeaus. Ich meine, ja, hier sagen sich halt wirklich Fuchs und Hase gute Nacht, gell? Miau, miau, miau. Ich glaube, da war mal das Restaurant. Ach Google, warum zeigst du mir das dann auch an? Das ist so richtig apokalyptisch hier, als ob alle die Stadt verlassen. Wir haben noch keinen einzigen Mensch gesehen, nee. Das ist nicht mal aufgefallen. Hier kannst du auch einfach dein Auto auf der Straße abstellen, es kommt eh keins mehr. Ich find's cool, ich kann mir bitte weiterfahren. Guck mal, ein Lebewesen! Ein Vogel! Hallo! Hallo, ist jetzt mein Ernst. Kannst du bitte weiterfahren? Das ist abgefahren, oder? Ja, kein Wunder, das Restaurant. Das sieht aus wie vom letzten Jahrhundert. Da Renaissance heißt es auch. Wir sind gerade eben an so einem kleinen, wie so ein Sandwich-Stand oder sowas vorbeigefahren. Der hatte offen. Können wir jetzt halt da was holen vielleicht, gell? Und dann beende ich die Route immer wieder, gell? Weil das war ja jetzt nicht so erfolgreich. Ich wusste nicht, dass das zu einem Problem werden könnte, dass wir nicht so Abendessen finden. Nee, damit habe ich auch nicht gerechnet. Ein Glück, habe ich eigentlich überhaupt keinen Hunger. Wie sieht's bei dir aus? Oh, ich habe schon ein bisschen Hunger. Anders wahrscheinlich. Aber es geht. Es geht. Wir haben auch noch ein bisschen Couscous und Paradieschen. Wenn wir nichts finden, kriegst du das. Und Kekse haben wir auch noch. Von dem Radieschen habe ich eh schon ein bisschen Bauchkrummeln. Bauchkrummeln. Die sind auch sehr scharf, muss ich sagen. Hier, das ist jetzt unser Place des Glücks. Mitten an der Straße, irgendwo im Nirgendwo, so eine kleine Frittenbude. Da holen wir uns jetzt irgendwas. Tada! Wir haben was gefunden. Wir haben jetzt aber das zu Takeaway genommen. und dachten, jetzt fahren wir einfach
Und wir haben auch Sven und Nicole noch eine Pommes mitgebracht und essen jetzt eine hier und haben noch eine im Fußraum eingepackt. Ja, ne? Crazy. Wie lief die Kommunikation so gerade? Eine Katastrophe. Französisch geht zero. Wirklich echt schlimm. So dumm. Ich ärgere mich richtig, dass ich mich in der Schule nicht mehr angestrengt habe. Es ist so dieses Land, was direkt neben einem liegt. Und trotzdem ist so pure manger dans la voiture. Wir wollten dir irgendwie erklären, bitte nicht alle einpacken, eins essen wir im Auto. Dann hat es wieder nur mit Englisch funktioniert. Und ja, und dann Englisch ging dann ein bisschen besser. Peinlich, ja. Falls ihr mal in der Schule seid, passt schön auf im französischen Unterricht. Ja, die sind vor allem noch mega heiß, ne? Ich glaube, Belgien ist so bekannt für Pommes, oder? Ja, weiß ich nicht. Hab ich gedacht. Vielleicht? Auf jeden Fall. Schön, dass wir was gefunden haben. Ja. Ich dachte nämlich noch so, ah ja, wenn wir in der Pizzeria sind, ich glaube, ich esse einen Salat. Hm, weil wir jetzt im Auto das? So Couscous gegessen haben. Und ich bin ja gerade froh, dass ich uns zu Hause was gerichtet habe. Sie also eben so einen riesen Bottich Couscous mit noch Grillgemüse von gestern, getrockneten und frischen Tomaten und so. Und dann hatten wir noch Kekse. Und zwei Smoothies jeder. Und aber irgendwann dachte ich mir so, oh, jetzt noch so ein frischer Salat. Das sind Pommes geworden. Mhm. Wir sind wieder on the road. Oh. Hier kannst du gut ausweichen. Ja, perfekt. Scheiße, Leute, das ist unsere Straße. Und guckt mal, wir müssen noch 4,6 Kilometer fahren. 90 darf man hier übrigens fahren. Ja, geil. Also komm, gib Gummi! Wie früher so Rallye-Spiele, kannst du auf so einem kleinen Weg. Nein, hör auf, wir sind bisschen Tiere. ja. Jeder hat so einen Spiegel für seine Einfahrt. Süß! Du bist nicht anwesend hier. Ich muss sagen, oh ja, krass. Die sehen voll riesig aus, die Häuser. Alter, was ist das? Sieht aus, wenn wir so einen verbotenen Waldweg langfahren. Das ist die offizielle Route. Und ich muss sagen, es kommt mir einfach original vor wie in England. Also, zu den hohen Hecken, du weißt nie, fährst vielleicht gleich in jemand rein, der von vorne kommt. Wir nähern uns so ganz allmählich irgendwann mal unserem Ziel. Hoffentlich unfallfrei. Wie ihr sehen könnt, sind wir gestern noch gut hier im Hotel angekommen. Es ist ein kleines, süßes Hotelzimmer und das Hotel ist auch echt ziemlich schön. Also, De Pupitaire heißt es. De Pupitaire. Und hier so, ah, das ist so ein komischer Vorhang, man braucht ewig, um den wegzuhaben. Hier gibt es einen schönen, schicken Innenhof. Ja gut, naja. Jetzt sieht man nicht so viel, aber es ist cool hier in Belgien, alle Häuser halt auch so Backstein. Ich check diese Tür nicht, gell? Man muss abschließen einfach. Die geht mega schwer zu, oder? Naja, das ist doch so. Ist jetzt abgeschlossen? Hä? Zieh einfach aus, es wird schon. Nee, ist nicht. Egal. Ist ja nichts mehr Wertvolles dann drin. Jetzt geht's erstmal frühstücken. Ich bin gespannt, was sie haben. Wir haben gestern schon so ein halb aufgebautes Frühstücksbuffet gesehen. Cornflakes und sowas. Mal sehen. Jetzt sitzen wir wieder im Auto, noch nicht auf dem Heimweg, sondern wir fahren jetzt in die Viskoseproduktion bzw. in die Spinnerei von dem Garn sozusagen. Genau, also Viskose besteht ja aus Holz, also Holzfasern, die künstlich aufgeprieselt werden, dass man aus Holz quasi Fasern bekommt. Und das wird in Österreich gemacht bei der Firma Lenzing. Die beliefert irgendwie alles, so alles, was den nachhaltigen Modal-Viskose-Bereich angeht. Und die wiederum bringt das Material hier nach Belgien. Oder die Belgier beziehen das von Lenzing und spinnen daraus das Garn. Und aus dem Garn wird dann wieder Stoff gewoben oder gesponnen. Genau, und das wiederum wird aber in der Spinnerei in Polen gemacht. Und jetzt denkt man ja erstmal, ja, aber Moment, warum können die nicht einfach auch das spinnen und so weiter und so fort? Das ist, dieses habe ich nämlich gestern tatsächlich dann auch gefragt, ja, warum muss es denn überhaupt nach Belgien und nach Polen und so weiter und so fort? Warum kann das nicht alles zum Beispiel in Österreich gemacht werden? Das ist, als würde man fragen, warum kann denn der Klempner nicht auch noch die Wand streichen? Könnte er schon machen, aber das fällt halt nicht in seinen Tätigkeitsbereich zum Beispiel. Heutzutage sind halt alle so krass spezialisiert in der Industrie irgendwie. Das ist dann halt, die haben halt nur jetzt diese
dass die aus der Faser einen Garn machen, quasi Maschinen. Und es ist trotzdem eine riesen Fabrikhalle. Richtig, richtig. Ich glaube, heutzutage wird einfach in so krassen Mengen immer produziert, dass es vollkommen reicht, wenn man sagt, wir machen nur das und wir machen auch sonst nichts. Und deswegen muss das eben so von A nach B gekarrt werden. Bei uns ist es aber so, dass alles eben innerhalb von Europa ist und wir keine Fernostware oder sowas beziehen. Ich weiß auch nicht, wie dort zum Beispiel Viskose produziert wird, was dann mit den Chemikalien, die eben einfach verwendet werden, was mit denen passiert. Wir müssen uns nochmal, weil Sven hat so eine Nachhaltigkeitsstudie in Auftrag gegeben, um Baumwolle und Viskose und so weiter und so fort zu vergleichen. Weil erstmal denkt man natürlich, ja, bei Baumwolle ist der Energieaufwand zur Herstellung niedriger, weil man muss die ja nur pflücken und dann hat man ja im Prinzip schon die Faser und ein Baum ist halt erstmal keine Faser und das muss erstmal aufgedröselt werden. Aber dann im Ende in anderen Bereichen holt die Viskose eben nochmal viel mehr auf. Wir haben das ja schon mal auch in dem Blog angesprochen, dass Nachhaltigkeit immer so ein Gesamtding ist und man muss unterschiedliche Punkte betrachten und je nachdem aus welchem Blickwinkel man das Ganze betrachtet, sind dann einfach auch unterschiedliche Sachen nachhaltiger oder auch nicht und das ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Naja, auf jeden Fall. Und wir holen lieber unsere Rohstoffe halt, die in Europa hergestellt werden können, weil die Bäume sind halt in Österreich und Baumwolle wächst halt nirgends in Europa eigentlich. In Griechenland noch ganz, ganz bisschen, aber das ist wirklich fast gar nichts und der Rest ist halt immer Fernost von Baumwolle quasi und dann lieber Bäume von hier regional als dann überregional irgendwie die Baumwolle zu holen. Richtig, wo dann auch wieder Monokulturen entstehen nämlich und so weiter. Genau. Und wir müssen jetzt auch mal schauen, wie viel wir filmen dürfen, wurde uns gesagt, weil das ist so ein Familienbetrieb hier in Belgien und ist das nicht ein Kreisverkehr? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Okay. Ich dachte, es war ein Kreisverkehr, den wir hier gerade falsch rum reinfahren. Und die haben natürlich so ihre Secrets, ne? Also so ist das eigentlich bei jeder Firma, glaube ich, wenn du da in die Produktion gehst. Da kannst du nicht einfach auf alles die Kamera drauf halten, weil die dann da ihr Betriebsgeheimnis haben und so weiter und so fort. Ich glaube nicht, dass irgendein Laie, inklusive uns, das anguckt und sich denkt, clever, so macht ihr das also. Aber man weiß ja nie, ne? Gerade wenn man das ins Internet stellt, wer das dann sieht. Und da haben die natürlich so ein bisschen ihre Bedenken. Deswegen, jetzt müssen wir uns erstmal gleich briefen lassen und die werden uns dann auch sagen, was wir zeigen dürfen und was nicht und was wir erzählen dürfen und was nicht. Und so, ich finde das sehr, sehr spannend. Ich finde es richtig cool, dass wir hierher gefahren sind. Ja, voll. Es ist was man definitiv nicht alle Tage macht. Wir waren jetzt hier gerade in diesem Besprechungsraum und haben von Julie ganz, ganz viel erzählt bekommen. Ich habe mir so viel aufgeschrieben, ich muss euch das alles mal in Ruhe erzählen oder immer so häppchenweise oder weiß ich auch noch nicht so genau, muss ich mein Hirn noch sortieren? So, und jetzt sind wir im Demo, gehen wir ins Demo Room. This is student products that really made fantasy yarn with it. Oh, wow. And this, for instance, this is nice to show you. So this is the sliver, the mixed fiber we were talking about. This is actually the sliver for this color. Oh, really? Oh, so this, wow, really? After spinning will turn into this red. So. Cool. Ah, so this is what it looks like first and then you spin it and then this is what... Yes. And this is our capability of having that. Yeah. Oh, and this is the recycled denim, right? Shredded. Yeah. Shredded. Shredded. Ah, so. Wow. So you see it's really made from jeans because there's... Yeah, you see the difference. Sometimes if it's not perfectly sorted, there might be a green cotton pants between it. Oh, okay. deine Seitenverkleidung von Auto ab oder dein Armaturenbrett aus, da findest du das auch drin. Yeah. Ah, yeah. And they always, then they're looking at this and do you still have a color that lies between this and this? Seriously. Wow, so Farben the heaven. The benefit of this melange color is God. You cannot replicate that with dyeing. So etwas gibt. Noch nie so viele Farben gesehen. Yes. 15.000 Viskose-Farben können die hier herstellen. Richtig, richtig krass. Das ist mega crazy. Die haben so ein Spezialverfahren, darüber dürfen wir jetzt nichts erzählen, weil das ist halt hier das Betriebsgeheimnis. Aber dass man überhaupt so viele verschiedene Farben herstellen kann. Genau, und die werden hier nicht gefärbt, weil die Fasern, die kriegen sie schon gefärbt. Und dann weben die irgendwie auf so eine bestimmte Art und Weise zusammen. Wo sind die lang? Hier? Ich weiß nicht. Ah, the right genau. Way. Und dann entstehen eben 15.000 Farben.
it's dope dyed, so it's pigmented in the bases, and you know that it's viscose because if you touch it and you move it, you feel like a woody touch. Oh, really? You have to try it. Cool. Yes. You feel it's not soft like cotton, but you have kind of this wood. Es ist so stockig, also so, dass es nicht so smooth ist, sondern so verrückt irgendwie. Das ist mitnehmen. Wir dürfen es mitnehmen. Ja? Ah. Was ist jetzt das? Hat sie das gesagt? Nee. Das ist Cotton hier. Das ist Polyester. So, this is also dope dyed. It's coming from Märkische Faser from Germany. So it's also European based, and you feel the difference. This is a synthetic material. Okay. Oh wow. Okay. Yeah. Totally different. Yeah. That's the polyester. That's synthetic. That's synthetic. No. This is. I think this is our waste. This is our waste. So that's viscose as well, or mix? Polyester and viscose. Okay, ah ja, schaut euch das mal an. Das hier ist jetzt nur das Rohmaterial hier alles sozusagen. Die unterschiedlichste Sachen und sie zeigt uns immer mal wieder, was es ist. What is that? Belgium linen? Flax? Oh, flax. Flax, okay. Linen, flax. Yeah. Cool. But you don't have hemp? Not yet, because we have not found a quality which is spinnable for us on our system. But we are definitely in contact for different projects. Sind jetzt Acrylmaterialien, weil die hier auch Material oder Garn herstellen für Outdoor-Geschichten, für Outdoor-Teppiche und ja, also die machen nicht nur Viskose, sondern auch noch andere Sachen. Und da kommen wir jetzt zur Viskose. Wow! Jetzt waren wir 2 Stunden dort und das war so mega interessant und wir haben so viel Input gekriegt und man hat halt wieder mal richtig gemerkt, wie krass alles am Konsumenten hängt, gell? Weil der Konsument entscheidet, was er kauft. Somit entscheidet der Textilhersteller oder Verkäufer in dem Sinne, was er also anbietet, was geht und was eben nicht so geht. Und aufgrund dessen entscheidet dann natürlich auch derjenige, der die Stoffe herstellt, welche Stoffe er herstellt, welche verkauft werden. Davon machen dann diejenigen, die das Garn herstellen, wieder ihr Garn abhängig. Und dann kommt es natürlich zum Ursprungsmaterial. Die haben hier mega innovative und geile Ideen, aber haben halt gemeint, sie haben da noch nicht den Markt für gefunden. Und das ist halt total krass, weil man so als Konsument denkt, ja mach doch einfach mal, keine Ahnung, misch doch einfach mal das mit dem und die Faser mit der Faser und dann wäre es doch mega nachhaltig und cool. Aber die denken sich halt, ja, aber wir brauchen ja auch jemanden, der das kauft. Man schießt nicht einfach was raus, ohne dass man nicht weiß, dass es gekauft wird. Ist so ein bisschen ein Teufelskreis, aber im Endeffekt kann man als Konsument mit seinen Entscheidungen echt viel bewegen. Man ist aber, wir sind aber auf jeden Fall voll auf dem richtigen Weg alle, also weil das wird ja immer mehr und deshalb machen die auch hier jetzt schon so recycelte Fasern und sowas, was mega geil ist, oder so Lifecycle-Sachen, dass man wirklich alte Jeans schreddert und dann wieder zu neuem Material hinzufügen, dann sind die teilweise bis zu 50% aus recycelten Jeans, die neuen Jeans-Sachen quasi, der Stoff. Und das ist halt mega geil. So. Joppa! Wir haben jetzt hier noch kurz Rast gemacht und noch einen Kaffee getrunken und eine Pommes gegessen. Mal wieder eine Pommes, irgendwie gibt es hier echt nur Pommes und machen jetzt dann auf den Heimweg. Und ich wollte noch was erzählen, und zwar zu dem Färben von diesen Fasern. Und zwar ist das Coole, was die hier machen, dass die holen ja diese Grundfasern, die aus dem Baum gewonnen werden, von Lensing aus Österreich. Und die werden halt einfach mit Pigmenten direkt eingefärbt. Und was da halt cool ist, dass man in diesem Prozess, wo man die Fasern herstellt, da ist das Ganze ja in einem Wasserchemikalienbad, damit halt aus Holz nachher die Fasern werden.
Und da werden dann gleich schon die Pigmente hinzugegeben. Das heißt, man braucht nachher nicht nochmal einen extra Färbeprozess. Weil oftmals ist es so, dann wird das Garn gestrickt und entweder wird das Garn nochmal komplett in einem Wasserbad und in einem Chemikalienbad gefärbt. Oder nachher sogar der fertige Pulli oder sowas in so einer großen Trommel, wo dann 500 Kilo gefärbt werden. Und das ist halt mega sparend, also wassersparend und chemikaliensparend, was diesen Prozess sehr cool macht. Und mit diesen ganzen Informationen fahren wir jetzt wieder zurück nach Deutschland. Nach Hause. Nach Hause. Wieder 600 Kilometer nach Hause. Unsere Karte. Die haben wir heute zum ersten Mal live gesehen. Die haben wir auch noch kurzfristig bestellt und da es so knapp war, mussten wir die direkt zu Sven schicken lassen ins Lager. Und die ist aus Graspapier, 100% aus Gras. Richtig cool. Ich weiß nicht, ob es 100% sind. Doch, ich glaube schon. Oder ob es 50 sind. Kann man auf jeden Fall, ist die Grasdruckerei aus Stuttgart und da kann man das auch alles nachlesen. Und wir haben die so im Postkarten-Style gemacht, also dass man die hinten theoretisch auch einfach als Postkarte versenden könnte oder man kann sie jemandem sozusagen so schenken und vorne einfach so ganz schlicht Start Somewhere. Ich finde, sie ist richtig, richtig schön geworden. Ja, ist auch voll das schöne Druckverfahren. Halt irgendwie, dass man so richtig spürt, dass da ein Farbauftrag ist und nicht irgendwie nur so schäbig. Sehr schön. Los geht die wilde Fahrt. Oh, ist das warm. Ich muss erstmal meine Hose aufmachen, glaube ich. Also nicht, weil es warm ist, sondern weil die Hose eng ist. Oh, das könnte ich auch mal machen hier. Tasche eigentlich hin. Ja. Home. Wie habt ihr so den Feiertag verbracht? Ach, auf der Straße mal wieder. Ja, wir saßen ein paar Stunden im Auto. Ich glaube, wir holen morgen den Feiertag nach. Wobei ganz viele haben ja gar keinen Feiertag. Also von dem her, wir sind bei euch. Wir sind gestern wieder gut hier angekommen. Ja, es hat sich, zieht sich, aber wir sind richtig gut durchgekommen. Also es war kein Stau und sowas. Nur ein bisschen in Belgien. Aber in Deutschland war ja Feiertag und dadurch waren keine LKWs unterwegs, was mega gut war, um durchzukommen. Und jetzt stehe ich schon wieder in der Werkstatt, denn ich muss noch ein Video fertig drehen. Und zwar ein ganz besonderes. Ich habe mir was überlegt. Und zwar habe ich einen YouTube-Play-Button nachgebaut, beziehungsweise einen Tofu-Tube-Button. Vielleicht können sich manche dadurch jetzt schon was denken. Wenn nicht, dann schaut sehr gerne morgen auf meinem Kanal vorbei. Ich finde, ich bin richtig, richtig erstaunt, wie geil es geworden ist. Und ich freue mich, wenn das Video dann endlich online geht. Und deshalb mache ich das jetzt schnell fertig, weil ich, voll geil. Richtig, richtig cool. Hier liegt der Halbfertige. So viel zeige ich schon mal. Den Rest könnt ihr morgen in einem Video bei mir sehen. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen und das war auch interessant. Wenn ihr irgendwie Fragen oder sowas habt, stellt die sehr gerne in den Kommentaren. Wir werden, so gut es geht, darauf versuchen zu antworten. Wir sind auch keine Pros, ne? Wir lernen auch gerade erst viel in der ganzen Thematik. Ich bin mir sicher, gerade Leute, die irgendwie Textilmanagement oder sowas studieren, oder allgemein mehr in der ganzen Modesache noch drin sind, in diesem Wissen, können da auch immer gute Ergänzungen geben. Und was ich auf jeden Fall noch machen möchte, ich möchte mir auch noch die richtige Viskose-Produktion in Österreich anschauen. Also ich hatte das alles auch so ein bisschen falsch verstanden. Ich dachte, das machen die dort in Belgien, aber das wird ja in Österreich gemacht. Und das möchte ich auf jeden Fall auch noch sehen. Wenn euch das interessiert, könnt ihr aber auch auf der Website von der Firma Lensing voll viel, glaube ich, nachlesen und so. Und ja, Learning by doing, so ein bisschen, und bei Recherchiering. Also das war zwar ein richtig langer Trip und man könnte sagen, warum macht ihr so eine lange Fahrt? Aber ich finde das voll wichtig, dass man halt da auch mal so ein bisschen hinter die Kulissen schaut und nicht einfach nur lauter Sachen glaubt, die einem irgendjemand erzählt oder die man irgendwo nachlesen kann oder so, sondern sich mit seinen eigenen Augen überzeugt und mit Menschen spricht, die halt in dem Bereich arbeiten. Und dafür lohnen sich dann auch so lange Fahrten. So, genug gelabert. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dürft ihr dem Video natürlich gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und dann wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag, Mittag, Abend, Nacht. Und vielleicht sehen wir uns ja auch am Montag im nächsten Vlog wieder. Bis dann. Tschüss.